Ihr wurde damit beauftragt, Hormon, einen Priester von Kela, zu töten, während er das sogenannte Ritual der Erleuchtung durchführt. Mir hatte aber niemand gesagt, dass bei diesem Ritual nahezu alle Kreuzritter im Umkreis von 10 Meilen anwesend sein würden. Warum habt ihr es dann getan? Ich muss tun, was mein Schutzgott Urgors gebietet, ob es mir nun passt oder nicht. Mein Gelübde ihm gegenüber erfordert Gehorsam. In Austausch verleiht er mir seine dunklen Kräfte. Wozu ist die Kraft gut, wenn man euch dazu zwingen kann, euch in einen aussichtslosen Kampf zu stürzen? Ihr habt ja keine Ahnung. Ich war bereits vor meiner Übereinkunft mit Urgott sehr stark. Jetzt ist meine Kraft ohnegleichen. Das stimmt, auf dem Schlachtfeld seid ihr unglaublich. Es freut mich, dass euch das nicht entgangen ist. Geht voran und ich werde euch in dem Kampf folgen. Seht zu, dass ihr mir bald eure Feinde bringt, auf dass ich meinen Blutdurst stillen kann. Hi. Ein hölzerner Eimer schwingt an einem Seil, das um die Winde des Bodens gebunden ist. Werfen wir mal 100 Goldmünzen hier rein. Der hölzerne Eimer schwingt im Wind. Oh, so heilen wir uns. Okay. Den Brunnen in Ruhe lassen. Braunbär. Fasan. Eichhörnchen. So, jetzt möchte ich aber mal ganz kurz gucken, ob ich für Neras Aufgabe hier alles habe, ob ich was übersehen habe. Das dauert nur einen Moment. Da. Also wir haben die Potion of Perception, also die Klarsicht, den Klarsichttrank, wir haben das Spinnenbein, wir haben die Planetarfeder. Und die anderen beiden Sachen sind Kapitel 10. Okay. Also fragen wir Nera zur Sicherheit nochmal. Ja? Kann ich mit dir reden? Nur zu fragen. Nö. Wie kann ich helfen? Wie okay. Weil man muss echt ein bisschen nach den Quests gucken hier im Vorfeld, sonst können wir einen Gegenstand reinwerfen? Mit der Winde kann der Eimer und alles, was drin ist, im Boden abgesenkt werden. Okay, was könnten wir reingeben? Ja, und wie... Okay, wir haben irgendwas getriggert. Autsch. Habt ihr eine Waffe nach mir geworfen? Das ist eine Herausforderung. Das war ein Unfall, das versichere ich. Ich wollte sehen, was passiert. In einem Brunnen wohnen, ist das sicher? Was ist, wenn euch jemand trinkt? Kein Wort mehr, eure Überschreitung muss bestraft werden. Okay. This isn't working. We have to try. Ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Resisting me. This is... Ja? Okay, wir haben gerade den Brunnengeist getötet. Ihr braucht nur zu fragen. Ich
kann die Schleuder wieder rausnehmen, oder? Gut. Du bist nur ein Hase. Oh, hier unten ist noch ein kleines Gebietchen. Gibt es da was Schönes? Nö. Okay, den Brunnen in Ruhe lassen, bitte. Können wir jetzt einfach hier... 336 Stunden. Na dann auf zum Koalitionslager. Signs of the Crusade's recent presence can be seen on the road to Dragonspear Castle, but the Shining Lady's actual servants are rarely encountered. The few Crusaders you spy in the distance invariably retreat at the first opportunity. As the march wears on, fatigue grips your company, tempers flare within the caravan. Your reputation as the hero of Baldur's Gate protects you from petty squabbles and angry outbursts. Or perhaps, after what happened on Boroskir Bridge, there is another reason few are willing to cross you. These thoughts are put aside when you see the banners of Waterdeep, Daggerford, and the Flaming Fist at the edge of the Coalition siege camp. Dragonspear Castle is near, and so is Kalar's Day of Reckoning. Yay, wir sind im nächsten Akt angekommen. Also. Auf der Straße nach Burg Drachenspeer werden immer wieder Hinweise darauf entdeckt, dass der Kreuzzug vor kurzem hier war. Die Diener der strahlenden Dame selbst lassen sich aber kaum blicken. Die wenigen Kreuzritter, die in der Ferne erspäht, ziehen sich stets sofort zurück. Je länger der Marsch dauert, desto schwerer lastet die Müdigkeit auf euren Begleitern. Wut macht sich in der Karawane breit. Euer Ruf als Held von Baldur's Tor schützt euch vor kleinlichen Streitereien und Wutausbrüchen. Oder vielleicht gibt es nach den Ereignissen auf der Eberfabrike andere Gründe, warum niemand euch verärgern will. Derlei Gedanken verfliegen, als ihr die Banner von Tiefwasser durchfuhrt und der flammende Faust am Rande des Armeelagers die Koalition erblickt. Durch Burg Drachenspeer ist nah und dasselbe gilt für Kelas Tag der Abrechnung. Oh, Cutscene. Why does he still refuse me? How can he deny the righteousness of our cause? We speak of a child of Baal. And yet the Baal spawn is the hero of Baldur's Gate, and by all accounts saved the Sword Coast from ruin during the Iron Crisis. You cannot ask me to show mercy to this abomination, not after what happened to my brother. For the good of the Crusade, you must. We cannot take the Baal spawn's life. Forgive me, my lady. I do not know if I can do that. You can. I have faith in you, Ashatil. For us, forgiveness must prevail over revenge. Die Verteidiger vom Brückenfort haben ein Ende. Captain Corwin, good to see you. Marshal Nederlock, Hauptmann Corwin, schön euch zu and sehen. And you, Marshal Nederlock. Ebenso Marshal Nederlock. And this must be the so-called hero of Baldur's Gate I've heard so much about. Die Großherzöge haben mir die Ehre Jetzt bin ich durcheinander, sorry. Und das muss der sogenannte Held von Dwyer's Tor sein, von dem ich so viel gehört habe. Die Großherzöge haben mir die Ehre erwiesen, angesichts der Opfer, die alle Leute von Baldur's Tor während der Eisenkrise gebracht haben, fühle ich mich nicht ganz wohl damit. So nennen sie mich, jedenfalls die Netten. Wo ist Kayla? Ich will diese Angelegenheit zu Ende bringen. Nehmen wir mal die zwei. To your face, anyway. Zumindest persönlich. Ich würde dich erwähnen. I'm afraid you'll not find a warm reception here. Word of what happened at Boroskir Bridge is getting around. Many, too many, see you as Saravok's heir apparent. Ich fürchte, ihr werdet hier keine herzlichen Empfang bekommen. Was auf der Eberfeldbrücke passiert ist, hat sich herumgesprochen. Viele Zuflüchte sehen euch als offensichtlichen Erben Sarivoks. Ich freue mich darauf, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Natürlich tun sie das. Warum sollten sie nicht? Ich habe nur mein Leben riskiert, um die Schwertküste vor seinen teuflischen Machenschaften zu retten. Was sie glauben, ist ohne Bedeutung. Aber wenn sie eine Hand gegen mich erheben mögen, die Götter sich ihrer erbarmen. Ich werde es nicht. Nehmen wir die zwei. I'll take care of it. Wenn euch jemand Probleme macht, meldet es mir. Ich werde mich darum kümmern. Go get settled in now.
When you're ready, come see me and the other commanders at the large tent south of here. Richtet euch jetzt ein. Wenn ihr fertig seid, besucht mich und die anderen Kommandanten im großen Zelt südlich von hier. Thank you, sir. Das werden wir tun. Vielen Dank. Ich muss zum Kommando im Süden des Lagers gehen und den Kommandanten treffen. Die Ruhe der Nacht endet und der hektische Tag übernimmt. Mhm. Beunruhigenden Verwicklungen, der Ruf des Hasardeurs, da sind wir ja. Mein gestohlenes Vermögen, ja, okay. Wie ihr wünscht. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wächter der Koalition, Lageranhänger, Lageranhänger. Ja. Hier kommen jetzt die ganzen Leute reingelatscht. Warte, waren das normale Feinde? Nein, Feind plus 1 und Bolzen plus 1. Die nehme ich mal gerne mit. Hm. Worum geht es diesmal? Oh, und wir sehen das ganze Lager. Ja, wie ihr wünscht. Das heißt, wenn wir jetzt hier rausgehen würden, können wir nirgends hin außer ins Koalitionslager. Okay. Wie ihr wünscht. Soweit, so gut. Belegram, Tarit, Jekügelschneider. Ah, das war der Schmied. Gruppenlager, Kommandozelt. Da ist unsere Ausrüstung mit Mäzener und Weißer. Mäzeners Amulett. So, jetzt werden wir erstmal bei Belegram verkaufen. Der hat ja immer noch sehr viel Zeug. So. Die Keule und der Schild können weg. Der Kopf kann... Ne, den behalten wir mal noch. Hellebarde, Schutz, das, das. Hier verkaufen wir erstmal nichts. Oh, Corvin hat ein Level Up. So viele Offiziere der flammenden Faust, sie wecken unliebsame Erinnerungen. Erinnert ihr euch noch an unser erstes Treffen? Sie sind hier, um uns alle zu schützen. Seid doch kein Feigling wie Konia. Ich will, dass ihr wachsam bleibt. Nehmen wir die Eins. Yes. The mercenary dog hunted me for days before I encountered you. I'm fortunate you took an interest in my fate. Ja, dieser Söldnerhund hat mich tagelang gejagt, ehe ich auf euch getroffen bin. Ich kann von Glück reden, dass mein Schicksal euer Interesse geweckt hat. Ihr habt es nicht verdient, so gejagt zu werden. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Wäre ich nicht gewesen wäre, hättet ihr wirklich in Schwierigkeiten gesteckt. Ich bin überrascht, dass ihr allein überlebt habt. Die Mitglieder der Flammenden Faust sind nichts als Schläger mit viel Zeit. Sie sind Feiglinge, die nur die Leute angreifen, wenn sie sich sicher sind, dass sie besiegen können. Nehmen wir mal ehrlich gesagt die Eins. If I had not met you, I would have found some other way to survive. I am used to holding on to my life with both hands. Wenn ich nicht auf euch getroffen wäre, hätte ich mein Überleben auf andere Weise gesichert. Ich bin daran gewöhnt, um mein Leben zu kämpfen. Das bezweifle ich nicht. Ihr seid eine der hartnäckigsten Frauen, die ich kenne. Ah, der Söldner hätte euch auf der Stelle getötet, wenn ich nicht gewesen wäre. Ich weiß nur, was geschehen ist, und es freut mich, dass ich helfen konnte. Nehmen wir mal das Kompliment mit der Eins. I appreciate the sentiment. Shall we press on? Ich weiß euer Mitgefühl zu schätzen. Wollen wir weitergehen? Ja. Also, hier haben wir nichts mehr, nicht mehr viel.
Das muss ich mal wieder gucken. Wobei Heldentränke können auch hier unten rein. Oder auch nicht. Die hier unten rein und die dann da oben rein. Haben wir hier oben zufällig schon Heldentränke? Nein. Sowas wie Trank der Stärke können wir auch verkaufen. Gut. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Okay, können wir mal rasten, obwohl wir sind wieder voll.